Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video aus dem Ramsey Zoo. Ja, vielen Dank fürs Einschalten bzw. auch vielen Dank an all diejenigen, die immer ganz treu hier, nein, oder jedes Mal mir die Treue halten. Und ja, es tut mir auch wirklich leid, dass ich in der letzten Woche ja kein Video abliefern konnte. Von einigen wurde es zumindest vermisst. Aber es lag einfach daran, dass ich ein bisschen zu wenig Material fertig hatte und ja, mich auch mal wieder zwischenzeitlich auf ein paar On-Ride-Videos zu Planet Coaster konzentriert hatte, und die haben wieder erwarten, muss ich ganz ehrlich gestehen, doch jede Menge Zeit gefressen. Also manchmal ist es gar nicht... Es sieht immer so einfach aus, so ein Fix, so ein Video von einer Länge von 5 bis 8 Minuten, sage ich mal, fertig zu schneiden, zusammenzuschneiden. Aber dem ist tatsächlich gar nicht so. Dann muss auch meistens noch die passende Musik ausgesucht werden und ähnliches. Und das hat tatsächlich ganz schön lange gedauert, sodass ich die drei Videos, die es in der letzten Woche gewesen sind, die auch immer gerade so rechtzeitig pünktlich fertig hatte. Ja, sei es drum, diese Woche gibt es wieder ein Video aus meinem Zoo und das ist auch schon im Hintergrund fleißig am Laufen. Die ganze rückwärtige Geschichte zum Pinguin und auch zum Eisbärgehege. Ja, ich wurde gerade unterbrochen, die ganze rückwärtige Geschichte zum Pinguin-Eisbärgehege. Die muss noch gemacht werden und überall, wo die Leute tatsächlich langlaufen können, ja, muss ja auch irgendwie was an Gebäuden oder anderen Möglichkeiten irgendwie hingebastelt werden. Deswegen ist hier an dieser Stelle jetzt auch einfach nochmal ein Gebäude mit einer Art Terrasse dazugekommen. Das habe ich auch einfach kopiert, bisschen umgebaut. Am Anfang wollte ich das auch noch begehbar machen, aber dadurch, dass das hier so an der Kante ist und irgendwie das Raster auch nicht so wirklich passt, da habe ich das dann sein gelassen. Das Einzige, was ich gemacht habe, damit ich hier oben Bänke platzieren kann, ist ein versteckter Weg. Sonst funktioniert das nämlich auch nicht. Die kann man einfach nicht so platzieren, wie man das manchmal möchte. Da müsste man dann wahrscheinlich einfach eine Bank selber bauen, aber ja, das ist dann auch nicht so meins. Und deswegen kann man sich mit solchen Kleinigkeiten dann manchmal auch ja anderweitig irgendwie so ein bisschen behelfen. Später ja, sollen die Leute ja auch irgendwann an der Stelle mal runterlaufen und dann an diese Stelle hier kommen, die wir jetzt gerade sehen. Und da habe ich ein bisschen probiert und ja, so ein bisschen rumgebastelt. Es wurde der Vorschlag gemacht, dass ich doch bitte ein Iglu bauen möchte. Und das versuche ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen umzusetzen. Das mit dem Kopieren, das war teilweise eine Katastrophe. Letztendlich muss man sich immer so viele Hilfen hier unten schaffen. Das mit dem Rotieren ist hier tatsächlich in Planet Zoo etwas anders als in Planet Coaster. Da muss man dann auch immer so ein bisschen umdenken. Das war mal gerade so ein Versuch, der hat nicht so funktioniert und das sieht man aber leider immer erst so ziemlich am Ende, wenn man dann an die anderen Sachen anschließen möchte. Und letztendlich war das der nächste Versuch. Der hat dann irgendwie geklappt, funktioniert, und jetzt sieht es erstmal aus wie so ein komischer, ja, Topf, Hut, Deckel, wie auch immer. Keine Angst, wird alles noch ein bisschen anders, aber ich habe ihn hier oben einfach platziert mit dem Hintergedanken, jetzt ist da oben übrigens auch schon ein Eisbär drauf, mit dem Hintergedanken, ich kann ja, wenn ich mir hier schon so eine Mühe mache und so ein Iglu baue, kann ich auch irgendwie die Gäste hier hochlocken. Das mit den Wegen war auch so ein bisschen kompliziert, da habe ich es mir wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert gemacht. Ich wollte ihn aber eigentlich relativ schön rund haben, was auch nicht immer so wirklich funktioniert. Es ist so ein bisschen, also ein kleines bisschen eierig ist er noch geworden, aber im Großen und Ganzen passt es dann doch schon. Und die Leute sollen dann natürlich auch oben drauf gehen und auch auf die beiden Gehege schauen können.
Das mit der Weggestaltung hier an dieser Seite, das war eine Vollkatastrophe. Das ist sie auch immer noch. Die eine Seite habe ich habe nämlich ein bisschen was an den Wegen umgestellt. Passt immer noch nicht. Da werde ich wahrscheinlich, das werde ich auch nicht aufnehmen. Da muss ich irgendwie mir später was einfallen lassen, wie ich da die Wege zusammenführen kann, sodass die Parkbesucher auch tatsächlich hochlaufen können, von beiden Seiten zumindest dann den Anschluss auch haben. Denn irgendwie, ich weiß noch nicht, wie ich dann hier weiter nachher anschließe, aber die Rentiere fehlen immer noch in diesem kalten Gebiet und die Polarwölfe. Für die Polarwölfe gibt es theoretisch schon einen Platz, der ist irgendwo bei dem Pinguin an der Seite, zur linken Seite sozusagen, wenn man davor steht. Und hier hinten war noch ein bisschen, hier hinten ist noch ein bisschen Platz. Und da sollen irgendwann die Rentiere hin. Da habe ich aber nicht so einen richtigen Plan, wie ich das dann unten mit dem Durchgang mache. Mal schauen. Denn letztendlich kommt hier auch der große Weg dann wieder an diese, schließt hier an, wo man, mit dem man die beiden großen Wassertanks durchschreiten kann sozusagen. So, dann fand ich das Iglo jetzt in der Form, wie es hier ist, schon etwas angenehmer mit den, mit den geraden Kanten an der Seite und mit dem Treppeninbau später. Aber nach unten hin fehlte mir noch ein bisschen was. Deswegen habe ich es dann hier einfach nochmal vergrößert, nach unten hin so ein bisschen weiter rausgezogen. Und zwar auch so weit, dass die Gäste... oder dass der Weg letztendlich die Grenze auch von diesem Iglo sein soll. Das Ganze versuche ich dann auch wieder mit diesem komischen, hässlichen Kopierverfahren oder mit dem Rotieren. Das klappt auch nicht ständig. Das probiere ich hier gerade hin und her. Dann muss das Raster wieder umgeschoben werden. Und sofern da dann die vier Ecken sozusagen zu sehen sind, dann klappt das nicht mehr. Deswegen kann das immer nur mit zwei Seiten gemacht werden. Das ist natürlich dann dementsprechend ein bisschen aufwendiger. Dann habe ich beim Rotieren letztendlich gemerkt, dass das alles viel zu gleich aussieht. Deswegen musste da noch ein Stein so ein bisschen in der Gestaltung so ein bisschen geändert werden. Und dann konnte ich hier meine Runde rumziehen. Die ganzen Platzhalter da unten, die verschwinden nachher später auch wieder. Die sind jetzt einfach nur da, ja, zur Rasterbauweise da. Da sind sie jetzt alle schon weg. Das habe ich dann natürlich nicht mit aufgenommen. Das musste nicht sein. Und ja, jetzt wird das Ganze nach unten geschoben. Und dann soll das letztendlich die Abgrenzung zu den beiden Gehegen sein. Das Ganze wird jetzt hier von innen noch so weit wie es geht ausgeschmückt. Das Einzige, was noch nicht gemacht wurde, ist nach unten hin ist es noch relativ offen. Das muss ich noch zumachen. Aber das wird natürlich erst in einem der nächsten Videos geschehen. Wenn ich weiß, was ich tatsächlich oder wie ich hier die Rentiere untergebracht bekomme. Ja, sind jetzt auch schon wieder knappe 9 Minuten um. Ich bin mit meinem Text sozusagen zu Ende. Danke, dass ihr so zahlreich wieder, ich hoffe, dass ihr so zahlreich wieder eingeschaltet habt, dass ihr auch bis zum Ende dran bleibt. Vorschläge, Kommentare zum Video selbst, bitte einfach immer gerne in die Kommentare nach unter das Video und dann, ja, bleibt bis zum Ende dran, gibt wieder ein paar schöne Cinematics und dann denke ich oder hoffe ich, sehen wir uns in meinem nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao, ciao.